Meine liebe Supersuchtis, und ja, herzlich willkommen in einem Destiny-Update-Video. Und ja, heute ist Zorn der Göttin rausgekommen, Event-Update, nennt es wie immer ihr es wollt. Auf jeden Fall zeige ich euch erstmal, was ihr alles Lustiges Neues bekommen könnt. Ihr könnt erstmal zum Beutezugaufseher gehen und da erstmal euch einen Haufen neuer Beutezüge abholen. Jetzt gibt es nicht mehr nur noch die Beutezüge für den Vorhutruf oder für den Schmelztiegel. Nein, jetzt könnt ihr euch noch im Ruf der Königin steigern. Das sind nochmal 5 neue Aufträge, die ihr euch täglich da abholen könnt. Die sind gekreuzt aus Schmelztiegel-Aufträgen und Vorhut-Aufträgen halt gekreuzt. Nur, dass sie dann wirklich nur für den Ruf der Königinnen da sind. Das Tor haben sie jetzt endlich auch mal aufgeschlossen beim Turm. Man kann endlich herein und mal schauen, was sich dahinter befindet. Ich habe festgestellt, da ist nur ein großer Christbaum mit viel Lametta dran. Auf jeden Fall findet ihr unter dem Christbaum einen Gesandten der Königin, der euch viel Plunder verkauft, den ihr leider noch nicht erhalten könnt. Da müsst ihr wohl erst noch die Beutezüge hier für die Königin spielen und dann könnt ihr auch hier einkaufen gehen. So toll sind die Sachen aber jetzt nun auch nie, muss ich sagen. Naja, ich habe mich gleich mal danach rangewagt, dann diese Mission für die Königin zu spielen. Ich muss sagen, so schwer war es jetzt auch nicht. Es stand dran sehr schwer, aber ich habe es alleine im August durchgerumbelt in 10 Minuten. Also jeder, der von euch mal den Raid gespielt hat, wird sagen, ja, das hier war jetzt nicht so schwer. So, ich habe mich einfach in die Tür gestellt und die Gegnerguste weggepustet. Dann hat das Ganze hier 10 Minuten gedauert und sie konnten auch nur von vorne auf mich zustürmen. Also war es dann nochmal extra easy. Naja, ihr wollt jetzt bestimmt wissen, was man dafür bekommen kann. Und ja, wenn man die Mission beendet, ich habe zumindest einen legendären Helm bekommen mit 18 Licht, den königlichen Wachenhelm, ist jetzt für mich nicht mehr ganz so interessant, aber sieht mega cool aus auf jeden Fall. Und ja, wenn ich euch was Lustiges Neues zeigen konnte, dann lasst mir einfach ein Like da und sonst würde ich sagen, wir sehen uns hier im nächsten Video bei uns wieder und bis dahin, bis dann.